Reichenbacher Hochhaustreppenlauf. Vor 3 Jahren hörte die Geschäftsführerin der WUBA Reichenbach, Daniela Raschpichler, vom Empire State Building Lauf in New York. Und da habe ich gedacht, ein Hochhaus in Reichenbach ist einzigartig. Wir haben im Vogtland noch keinen Treppenhauslauf und da sind wir der Einzigsten, die sowas initiieren könnten und so ist das entstanden. Die Umsetzung in Reichenbach war einfach. Wir haben ganz viele sportbegeisterte Mieter und hoffentlich noch Mieter, die es werden wollen. Viele aktive Vereine in Reichenbach, ja, und gemeinsam initiieren wir den Hochhauslauf. Die Begeisterung hält auch im 3. Jahr in Folge an. Wir haben 61 Starter, so viel wie noch nie. Im 1. Jahr sind wir mit Bahn 30 gestartet, letztes Jahr waren es 42 oder 43 und diesmal hatten wir 61 Anmeldungen. Also total genial. 110 Starter wären theoretisch möglich und irgendwann wird diese magische Grenze sicher geknackt. Der älteste Teilnehmer, Jahrgang 1938, kam aus Greiz. Er hat sich in seiner Heimatstadt gut vorbereitet. Ich bin in Greiz öfter mal die Treppe hochgelaufen. In einem öffentlichen Gebäude, 5 Etagen hoch. Mit den jungen Läufern konnte er freilich nicht mehr Schritt halten. Aber darum geht es ja auch nicht. Ruhm und Ehre sind schön, genauso oder noch wichtiger, lebenslange Fitness. 190 Stufen in einem Ritt, das muss man erst mal schaffen. Für Emily Köhler und Alexander Seidel war das kein Problem. Sie ließen in ihrer Altersklasse alle hinter sich. Wenn Sie sich für alle Ergebnisse interessieren, die Platzierungen finden Sie im Web unter www.leichtathletik-reichenbach.de.